Seid gegrüßt, passaffines Publikum. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spur 1 Radio. Heute mit der netten Dame zu meiner Rechten, Enea Lu. Hallo. Hallo. Enea Lu ist Teil des Kollektivs Prozecco und auch hier und da am Werkeln in diversen anderen Sachen. Welchen Sachen? Darüber reden wir später. Aber erstmal eine gute Stunde. Enea Lu, viel Spaß. Tota massa no, yeah, tota massa no, yeah, tota massa no, Maria Haidar tha, tota massa no, yeah, tota massa no, yeah, tota massa no, Maria Haidar tha, that man right back, right in the toe tag.
Sons are one of the biggest, one of the baddest, one of the best. Yes? Come! Sons are one of the biggest, one of the baddest, one of the best. As we reload it for the master, call it for the instant reload. I do not want to take a chance, Jamie.
fever I got, and it's burning me up, and it's burning me down, 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 down. We'll be right back.
maybe she was demonstrating, but nevertheless I was pleased. I was pleased. My day was going great and my soul was at ease until a group of brothers started bugging out, drinking the 40 ounce, going the nigga out, disrespecting my black queen, holding their crosses and being obscene. At first I ignored them, cause see I know the type. They got drunk, they got guns, and yes they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good, and the Eagles wanna test the brother's manhood. So they came to test speech cause of my heritage and the loud bright colors that I wear. I was a target cause I'm a fashion misfit, and the outfit that I'm wearing, brothers dissonant. While I stay calm and pray the niggas leave me be, but they squeeze the parts of my date's anatomy. Nee, du darfst ihn leider nicht zu Ende hören. Eine technoide Berg- und Talfahrt von Enea Lu nimmt ein breakiges, hip-hoppiges Ende. Unerwartet, aber cool. Da muss ich einfach schon mal direkt fragen, wieso nur Techno und warum das breakig, hip-hoppige zum Schluss? Weil es schön ist. Aber du legst ja in der Regel, die Frage daher, du legst ja in der Regel Techno-Elektro-Haus auf, oder? Ich würde das irgendwie keine Regel nennen. Also eigentlich spiele ich immer das, was ich spielen will. Und Hip-Hop ist schon lange mein Wegbegleiter, von daher. Aber angefangen, der Schwenk zum Auflegen, der kam durch, wodurch? Der kam durch Prosecco. Inwiefern? Ja, ich bin hierher gezogen vor knapp 2 Jahren und dann habe ich im Endeffekt direkt eine Woche, nachdem ich hier gewohnt habe, diesen Aufruf gesehen bei Facebook, bin dann zum Workshop gegangen und dann ging das irgendwie auf einmal alles los. Dann ging es los, dass du dir Tracks gesucht hast und einfach so angefangen hast aufzulegen. Nein, also ich mache auch Musik und ja, da liegt es irgendwie nahe, dass man dann irgendwann vielleicht auch anfängt aufzulegen, finde ich, wenn man richtig Musik macht. Na, obwohl, ist eigentlich Quatsch, aber naja, wenn man halt in der Szene tätig ist, dann läuft es ja irgendwann darauf hinaus, weil im Endeffekt legen ja um einen herum irgendwie gefühlt alle auf. Und es ist irgendwie immer so eine Frage von, ja, eigentlich will ich auch. Und es war halt immer die Distanz zur Technik. Und im Endeffekt dadurch, dass es dann geöffnet wurde durch diesen Workshop, hat es irgendwie einen ganz anderen Weg auf einmal genommen, den ich vorher gar nicht so krass irgendwie in Betracht gezogen habe. Und ich habe es auch schon vorher mal probiert zu lernen, wie man auflegt. Aber irgendwie war es immer so, Technik. Ja. Du bist ja, wir haben vorhin ja schon ein bisschen off-air drüber gequatscht, du bist Musikerin und spielst Instrumente. Ja, genau. Welche? Ich habe mit Akkordeon angefangen. Das ist lustig, ich erzähle das gerade alles doppelt. Ich habe mit Akkordeon angefangen und kann aber auch autodidaktisch ein paar mehr Instrumente spielen, unter anderem Klavier und Gitarre. Und habe in mehreren Bands von jung an, ich glaube meine erste Band hatte ich mit, glaube ich, 13 oder so in der Schule, schön im Proberaum von einer Hausmeisterwohnung, glaube ich, in der Schule, genau. Wir haben auch ganz tolle Sachen wie Ärzte gespielt und sowas, war klasse. Genau, und dann im Endeffekt, ja, bin ich geblieben mit der Musik, also ich bin Musikerin geblieben. Inwieweit bist du jetzt im Prosecco-Kollektiv aktiv involviert? Naja, im Endeffekt stehen wir nach außen generell immer für ein Statement, und zwar in dem Fall jetzt natürlich explizit Feminismus, aber wir versuchen halt allgemein die Szene mehr aufzuklären und einfach dafür zu sorgen, dass es ein bisschen humaner wird in der Welt und humaner in der Szene, / tolerate ist da, finde ich, das beste Beispiel. Es geht nicht unbedingt darum, jetzt als einzelnes Kollektiv ein Statement zu beziehen, sondern ich finde, das sollte die ganze Szene machen und das sollte man über das Kollektiv hinaus auch tun und leben vor allem. Also würdest du dich auch als Feministin bezeichnen, als gerade Stehende? Wir haben letztens schon überlegt, es müsste ein neues Wort geben. Was war es? Humanist oder Diversitist? Irgendwie sowas, weil ich finde, man sollte das gar nicht irgendwie in Anführungsstrichen gendern, weil für mich persönlich, klar geht es in meinem eigenen Leben und in meinem Leben als Frau natürlich auch darum, irgendwie Feminismus so ein bisschen aufzuklären und so, ne? Aber ich finde allgemein gehört halt so menschenverachtende Scheiße einfach nicht in diese Szene und generell nicht in die Welt, und deswegen sollte man keine Grenzen ziehen, sondern eher Liebe für alle. Ja, na, das ist doch mal ein Statement.
Deine primären Einflüsse. Du hast früher in Bands gespielt und da würde mich jetzt interessieren, wie bist du dazu gekommen oder was waren deine maßgeblichen Einflüsse auch neben der Musik von damals, die du gespielt hast? Meine maßgeblichen Einflüsse. Welche Bands hast du denn noch gehört, außer die Ärzte? Also der größte Einfluss in meinem Leben, würde ich sagen, ist tatsächlich Radiohead. Schon immer. Mein Onkel, der hat mir, glaube ich, mit 10 oder so hat er mir mal Radiohead gezeigt und seitdem ist es meine Liebe. Spricht irgendwie aus mir raus und ich muss halt sagen, Thom Yorke ist ein faszinierender Pianist und ich liebe halt Klavier und er ist für mich der absolute Gott. Also ja, kleine Hommage an ihn. Abseits von Radiohead? Auch ganz bunt. Also tatsächlich habe ich sehr, sehr viel Hip-Hop gehört, sehr viel Drum and Bass. Techno kam irgendwie erst später, ich weiß auch nicht. Ich war auch vor vielen Jahren schon auf der Fusion und da hat mich Techno immer total kalt gelassen. Ich dachte mir auch immer so Nina. Und ich weiß auch nicht. Irgendwie war es halt immer nur Drum and Bass und dann so mit Anfang 20 habe ich dann irgendwie verstanden, was die da alle von mir wollen mit dem Techno. Aber ich glaube, man hört es auch manchmal so mit diesen breakigen Beats. Also das ist halt einfach, damit bin ich groß geworden und ich liebe es immer noch. Also für mich ist Drum Bass richtig tanzen gehen. Ja. Richtig tanzen gehen. Aha, okay. In welchen Locations treibst du dich denn so rum? Sowohl als DJ als auch als Gast in Dresden? Naja, in Dresden halt natürlich auch viel in allen üblich verdächtigen Clubs im TBA. Also so groß ist die Stadt ja nun doch nicht, ne? Aber durchs TBA bin ich auf jeden Fall auch in meiner DJ-Karriere vorangekommen, weil sie mich einfach unterstützt haben dahingehend, dass ich halt da auch viel spielen durfte. Und natürlich auch andere Clubs, also mit der Groove Station machen wir auch viel. Midi-Mittwoch sind wir auch immer mal wieder dabei. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, man spielt jetzt immer da oder da, aber es ist halt so in der Dresdner Szene bei den ganzen Kollektiven, den man eben so kennt, gibt es dann eine nette Party und dann ist man aber auch mal abends zu einem Bierchen weggehen. Gibt es da auch eine Lieblingslocation? So abseits der Partyszene? Ich mag Bars nicht. Also, okay. Ich bin überhaupt gar kein Bargänger. Deswegen, also ich treffe mich gerne mit Freunden dann halt im Sommer draußen oder gemütlich lieber zu Hause, weil ich möchte mich mit denen unterhalten und ich treffe mich ja, weil ich die jetzt gerne sehen möchte und dann ist mir so eine Bar irgendwie nischt, weil laut und nee. Deswegen auch wahrscheinlich lieber auf ein Festival gehen, als hier in der Stadt irgendwo rumzuhängen. Lieblingsfestival? Lieblingsfestival? Ja, eigentlich immer noch Fusion. Hat mich sehr geprägt, aber ich muss sagen, ich war sehr begeistert vom Meeresrausch. Das war ein Träumchen. Ja. Okay. Hast du Sachen, die du gerne anteasern möchtest, wo du weißt, da werde ich demnächst spielen, da kann man mich sehen, mein Zeug hören, unser Zeug hören vom Prozent? Ich spiele nächste Woche in Cottbus. Wichtiger Spot momentan, finde ich. Echt? Ich wusste noch gar nichts über Cottbus. Na, dann musst du mal. Cottbus ist vielleicht nicht immer eine Reise wert, aber momentan, finde ich, sollte man da ein bisschen Flagge zeigen. Okay. Ja, ne, dann sowieso überall. Ja. Also eben nicht. Also Flaggen zeigen finde ich irgendwie nicht so geil. Jede andere Flagge als eine schwarz-weiß-rote, würde ich damit sagen. Und auch, wenn es geht, eine Regenbogenfahne. So dahingehend der Kommentar. Okay. Hast du sonst noch Sachen, die du gerne ansprechen möchtest, die bei dir oder bei euch demnächst anstehen werden? Nee, ich finde irgendwie, generell sollte jeder, der das Verlangen hat, zu tun, was er will, der sollte das auch tun und nicht irgendwie das nicht machen, weil, es ist so schwer hier und her. Also einfach mal ausprobieren und irgendwie Mut zu Fehlern, weil nur daraus lernt man. Ja, und immer ehrlich sein. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Okay, dann danke ich dir sehr herzlich dafür, dass du da warst und für das coole Set. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wer da kommt, das wird sich zeigen. Und bis dahin noch vielen Dank an deine Gäste, die sich sehr vorbildlich verhalten haben. Und genau, wir sehen uns in 2 Wochen wieder und bis dahin auf der Spur bleiben. Macht's gut.